Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe aus der Idea-Serie von 2016, bestehend aus ungefähr 770 Teilen, die 21305. Maze, ja, so ist es, ganz genau, ein Labyrinth. Wir haben so viel Spaß. Da waren wir noch ganz klein, die Idea-Serie noch ziemlich jung. Und sie kamen noch seltener auf den Markt. Mittlerweile feuern die ja 3, 4, 5 im Jahr raus. 70 Euro hat es gekostet. Wie gesagt, knapp 800 Teile. Und es waren super Teile. Und dieses Set hat sich quasi verdoppelt am Markt, kann man sagen. Seitdem es rausgegangen ist. Denn es hat einen großen und einen hohen und einen schönen Part-Out-Value. Darauf komme ich gleich. Rückseite der Box. Wie immer, was ich bei Ideasets mag, ist, dass sie so aufklappen, die kleinen. Das finde ich spitzenklasse. Das gefällt mir. Es erinnert mich an die alten, wunderbaren Lego-Sets. Und rauskommt dieses Maze. Ich hatte sowas als Kind von Brio. Hattet ihr vielleicht auch. Schöne Holzkiste mit zwei Knubbeln. Konnte man dran drehen. Drin ist eine Kugel rumgeflitzt und sie sollte nicht in die Löcher fallen, sonst ist unten wieder rausgekommen und weiter ging's. Leider irgendwann kaputt gegangen, aber es war ein großer Spaß. Konnte man auch noch Platten oben reinsetzen, leicht, mittelschwer, und die Box in sich war schwer. Ich verlinke es euch unten. Fantastisches Ding, sollte man auf jeden Fall haben. Unendlicher Spaß. Und das hier ist die Umsetzung von Lego bzw. Ideas. Und Ideas hat ja immer einen Fan-Designer. Und da kann man das sehen. Hier die Infos dazu. Und tatsächlich sind wir hier relativ nah am Original geblieben. Das ist ja schon mal etwas wert. Hin und wieder interpretiert ja Lego diese Ideas-Geschichten sehr, sehr offen. Manchmal bleiben sie nah dran. Hier waren sie nah dran. Und das gefällt mir außerordentlich gut. Und jetzt schauen wir uns diese Box einmal an. Größe, wir können sie ausmessen, steht aber auf einer 32er Grundplatte. Dadurch werden euch die 25,5 cm in der Breite nicht überraschen. Ahaha, aber hier kommt noch ein Zahnrädchen dazu. Addieren wir weitere mit Knubbel 2,5. Also liegen wir bei 28 cm jeweils. Und in der Höhe so bei 7, knapp 8. Das ist so die Idee. Das ist ein tolles Set, was die Steine angeht. Die Funktionalität hinkt weit hinter dem vom Brio hinterher natürlich. Der Vorteil ist aber natürlich, dass wir es umbauen können und dass wir es ausschlachten können. Ich habe das für meinen Brickling-Shop damals, den ich ja schon lange nicht mehr habe, damals so oft gekauft und aufgerupft, obwohl es ein Exclusive selbstverständlich wieder war. Danke, Lego. Sodass wir kleineren Händler es nicht bestellen konnten. Obwohl es ein Set war, was alle haben wollen, was die Lego-Idee weitergebracht hätte. Aber da waren Vertriebsfüchse am Start. Wir haben da keine Chance, irgendwas zu machen. Das ist das Set, nur damit ihr mal eine Idee bekommt. Sekunde, wie kann ich es am besten halten? So, kann man es kippen. Das ist das Labyrinth. Und das sind natürlich keine Löcher, wie ihr seht, sondern das unten drunter ist eine schwarze Platte. Das heißt, die Kugeln, zeige ich euch später, bleiben einfach nur hängen. Ansonsten passiert nichts. Es steht, das ist außergewöhnlich, auf einer Light Bluish Grey 32x32 Baseplate. Die wurde ansonsten im 10243 Pariser Restaurant verwendet und hin und wieder im 70620 Ninjago City. Ansonsten gab es diese Platte nicht. Lego verkauft sie auch nicht separat. Man kann hin und wieder mal im Pick-a-Brick oder Teile-Shop schauen. Ansonsten kann man bei Bricklink gucken. Es ist aber eine eigentlich teure Platte. Bei Bricklink bewegt sich so bei 10 Euro etwa. Ansonsten, wir haben ja dieses merkwürdige Grün und Blau aktuell. Davor hatten wir mal Beige. Die 10609 ist ja leider vom Markt gegangen. Also steht schon mal auf einer 32x32 Grundplatte. Schon mal was klasse. Toll. Auch noch Light Blue Grey. Weltklasse. Dann, wie ihr seht, sind Fliesen verbaut. Alles Mögliche ist gefliest. Es sind über 200 der knapp 800 oder 770 Teile sind Fliesen. Das ist ein absurder Wert. Und es sind auch keine kleinen Mini-Fliesen, einmal eins irgendwo hingewieselt, sondern das sind große Fliesen. In 10, 2x4 Fliesen, die sind wahnsinnig beliebt. Kommen zwar in vielen Sets vor, allerdings nicht so häufig, wie die meistens gerne hätten. Denn 10 ist generell eine beliebte Farbe. Gleichzeitig ist hier sehr viel mit 1x8 Fliesen belegt. Das hat sich ein bisschen ausgedrückt, sehe ich. Hier außenrum in schwarz 1x8 Fliesen. Ganz viel, ganz tolle Sachen, machen richtig viel Freude. Ihr habt wahrscheinlich schon diese beiden Knubbel hier gesehen und gedacht, ja, aber Onkel, das bewegt sich doch gar nicht, wenn man da dran rüttelt. Das ist so eine Art Transportsicherung. Finde ich großartig. Ich nehme sie auch mal raus. Auf der Seite ist tatsächlich einfach nur eine Sicherung, ohne irgendwelche Ideen. Auf der Seite
nimmt man hier die Ecke weg, kann dann hier diese Kiste rausziehen. Und das hier ist auch wieder eine Fliese. Das ist die 6x6 Fliese in Light Bluish Grey. Die sitzt hier auf der Ecke und hier drauf. Das ist die, die ihr aus der 10262 kennt, dem James Bond Aston Martin dieses Dach so dämlich aussehen lässt, weil die matt ist und nicht glänzend. Kein Mensch weiß warum, aber es ist so. Also, können wir auch mal da drin warten. Das sind die X45er Bälle. 54er Bälle. Ich glaube 45er Bälle. Die ja hier und da mal in Sets als Deko dabei sind und die dienen uns hier als Murmeln. Sind, sage ich gleich vorweg, hier drin seht ihr es wahrscheinlich, nicht perfekt, da die Angusspunkte und sowas haben. Und dadurch rollt die Kugel natürlich nicht ideal. Was doof ist bei so einem Geschicklichkeitsspiel. Und gut, dazu haben die Fliesen auch noch natürlich die Ränder zwischen sich. Das heißt, daran bleibt es auch noch hängen. Also das ist, da, es geht um die Idee. Und die Idee ist schön, die Idee gefällt mir sehr gut. Möchte ich gar nicht schlecht reden. Hier ist übrigens auch noch toll das Zahnrad. Das haben wir auf der Seite auch noch. Das ist so ein Zahnrad, was überall eingebaut wird, aber nicht bei Technik. Warum auch immer. Gab es zuletzt beim 42030 bei dem Radlader von Volvo, dem ferngesteuerten. Da war es das letzte Mal dabei. Also hier ist diese Kante. Hier ist noch das andere Zahnrad. Ich weiß, ihr seht schon hier wieder bunte Farben drin. Kein Mensch weiß wozu. Ein Teil davon weiß ich wozu. Der Rest war schwachsinnig wie immer. Und dann können wir das jetzt hier relativ gut bewegen. Das heißt, wir können das hier erstmal so kippen und hier drüben können wir das Innenleben so kippen. Und dadurch ist gewährleistet, dass man die Kugel frei bewegen kann. Ja? In allen Ebenen. Sehr, sehr schöne Idee. Funktioniert auch einwandfrei, ist kein Problem. Ihr seht eh nicht wirklich, was ich hier mache, aber prinzipiell kann man jetzt natürlich eine Kugel rausholen. Die kann man hier ins Grüne legen und jetzt fährt man da so rüber. Und die Idee ist natürlich, auf dem Beigen zu bleiben und nicht in die Kugeln zu fallen. Raus da! Geht nicht mehr raus. Hängt fest. Muss man cheaten. Eigentlich muss man jetzt natürlich wieder von vorne anfangen und zwar richtig. Und man geht wieder los und man fängt wieder an und man hofft, dass man wieder durchkommt und diesmal nicht da hinten in der gleichen Ecke wieder hängen bleibt. Ja. Also, es ist ein Spiel für den entspannten Nachmittag. Ja. Für so eine ruhige Seele, für mich, wie mich, genau das richtige Spiel. Nee, aber ihr seht, die Kugel bleibt hier sehr gut liegen in diesen Vertiefungen. Und Problem ist aber natürlich, dass sie immer wieder an den Kanten zwischen den Fliesen hängen bleiben wird. Also erwartet da nicht wahnsinnig präzise Ergebnisse. Sehr schön sind aber allerdings andere Sachen noch. Ich wollte mal kurz Augenmerk nochmal auf die unglaublich vielen 1x12 Bricks, auch in 10, nochmal richten. Ja, ist großartig. Augenmerk darauf richten. Ja, dass diese 1x12er, die habe ich euch gezeigt, in verschiedensten Sets auf jeden Fall, kam immer wieder vor. 70655 von Ninjago hatte sehr viele davon, fand ich klasse. Immer wenn diese 1x12 Bricks und 10 vorkommen, sage ich, guck mal, guck mal. Ich mag die jedes Mal. Wie gesagt, hier sind sie drin, finde ich klasse. Und um euch das mal ein bisschen besser zu zeigen, nehme ich jetzt mal, und jetzt kommt die Platte hier in der Mitte raus. Und das ist eigentlich sehr schön, die sitzt da ziemlich press drin. Man kann nicht wirklich dran ziehen, weil die Steine hier einfach abgehen, wenn man das macht. Aber man kriegt sie raus, die ist nicht festgemacht, die ist tatsächlich einfach nur reingesteckt. So. Und dann seht ihr, das ist das Labyrinth, mit dem wir arbeiten. Das da auch ganz wunderbar, das sind die großen 8x16 Platten in Schwarz. Kennt ihr noch vom 75095, dem UCS TIE Fighter. Sehr teure Platten. Und dann gefliest, Steinchen drauf, großartig. Das kann man weglegen und gibt den Blick frei auf die Mechanik. Und jetzt, wenn ich das mal so hinsetze, seht ihr auch, was da passiert, wenn das hier so hin und her geht. Und ihr seht es auch, es ist eine direkte Übersetzung hier. Keine Zahnräder oder nichts, keine Bänder, das ist einfach nur, es sind Konnektoren und an der Seite ist ein Link, der das dann nochmal in Position hält. Alles ganz wunderbar. Während des Baus übrigens, das ist gar nicht schlecht, weil es ja quadratisch ist, weil alles sich sehr ähnlich sieht. Sind am Rand, auch hier oben, Farben angebracht mit Fliesen. Sehr sinnvoll. Ebenso, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, auf der unteren Ebene sind auch hier hinten in der Ecke Farben, also Fliesen, farbige Fliesen gelegt. Die sind in allen Ecken, damit man eine Orientierung hat, wo man ist. Fantastisch. Hilft enorm. Man weiß genau, was ist. Man kann immer in die Ecke gucken, in der Anleitung sieht, Haarpotzblitz, ich habe schon wieder nicht richtig hingelegt, was auch immer. Wozu der ganze Unsinn in der Mitte noch bunt sein muss, das Rot, Orange, das Gelb, war kein Mensch.
das in der Mitte hätte alles wunderbar bleiben können, weil so sieht man die ganze Zeit die gelbe Achse. Man sieht die gelbe Achse von hier, man sieht das rote Zeug von dort. Es ist maximal unnötig, bräuchte kein Mensch. Aber sie haben es so gemacht. Gleichzeitig kann man auch hier diese Seiten rausziehen. Und dann kann man hier diesen inneren Bereich rausheben. Der ist jetzt hier nur noch an einem Balljoint befestigt. Und das sind also diese Ebenen. Die funktionieren ganz gut. Hier ist einfach ein Technik-Brick an der Seite drin. Hier ist ein Loch. Stopft man fest. Kein Problem. Also ein gut durchdachtes System, was auch durchaus Spaß macht. Klappt wie die Eins. Wenn man jetzt genug hat von dieser Basisvariante, hat Lego einen freundlicher und spendabler Weise einen Sack Extrateile noch dazugelegt. Aber keinen kompletten Extrateil, denn sie haben, ich zeige euch das mal, sie haben hier hinten, zeigen sie einem dann, wie man das wieder auseinander nimmt, was man eigentlich noch wissen müsste. Dann zeigen sie einem in einem kurzen Schritt, nimm den Separator, der dabei liegt, und rupf alles ab. Ihr wisst genau, wie lange das dauert. Und danach fangt ihr neu an. Sie haben euch aber nicht nochmal, das wäre auch echt, also das wäre absolute Weltklasse gewesen, nochmal alle Platten beigelegt. Das haben sie nicht gemacht. Es gab einen großen Sack Ersatzteile, hier sind auch noch ein paar übrig. Ich habe jetzt einfach mal grüne Platten genommen und habe euch das nachgebaut, nur damit ihr mal die Idee bekommt, was euch nochmal mitgegeben wird. Alles, was hier drauf gebaut ist, stammt aus dem Set. Das kommt nicht von mir. Von mir kommen nur die grünen Platten, nicht die grünen Fliesen, die legen bei. Jetzt sollte ich hiervon noch beiges Zeug dazu schmeißen und dann könnte ich hier zu der Mühle noch Häuschen bauen und eine Burg und all solche Geschichten. Aber das ganze braune, beige, rote Zeug, die Fliesen, alles liegt nochmal im separaten Beutel bei. Und dann könnt ihr euch eine Wechselplatte besorgen, reinsetzen und dann damit weiter basteln. Finde ich es ja auch keine schlechte Idee. Also da waren sie tatsächlich ziemlich spendabel. Ich weiß, bei meinem Brio-Ding hatte ich jetzt auch zwei Platten noch, die ich reinlegen konnte zum Tauschen. Das fand ich sehr nett. Genau. Der Rest wirft keine Fragen auf. Ich meine, ihr seht hier hinten eine Anleitung. Ich muss gerade nochmal reingucken, damit ich hier aus dem... Achso, hier sind auch noch Anregungen, was man sonst noch bauen kann. Und das ist ja das Schöne. Baut eure eigene Welt da rein. Wenn ihr Bock habt mit den Mikrofiguren aus den Spielen von damals noch, die gibt es ja ganz günstig, 50 Cent oder irgendwas. Ich habe auch noch ein paar von diesen alten Star Wars Figuren, diesen Star Wars Mikrofiguren, Snowspeeder oder Snowtrooper oder irgendwas. Und die könnt ihr... Könnt ihr euch ein Star-Wars-Thema da machen oder ein Ninjago-Thema oder was weiß ich, Piraten, auf was ihr Bock habt. Und das ist doch cool. Und dann mal, es sind, wie viel sind da? 45 2x4 Fliesen dabei. Ich meine, die Teilliste, bis auf ein bisschen das bunte Elend, was keiner braucht, ist ein Traum. Also in schwarz, beige, grau sind da wunderbare Teile dabei. Oh, hier sind auch die schwarzen, großen 2x10er Bricks drin. Ja, die sind auch Weltklasse. Die kommen auch recht häufig vor, aber nicht häufig genug. Ganz wichtig, wir brauchen die häufiger. Das ist sowieso super, was hier alles abgebildet ist. So tolle Sachen. Die 8x8 Platte in der Mitte, habe ich die überhaupt erwähnt, die ist auch toll. Das ist die hier. Die sitzt hier in der Mitte drunter. Die 8x8 in schwarz. Gibt es auch nicht so oft. Also das sind, es ist ein Ausschlacht-Highlight. Und jetzt kommt ja das Schöne. Und das sage ich ja euch auch immer wieder. Ich hoffe, ich kann da irgendwie Überzeugungsarbeit leisten. Es ist doch wurscht, ob es in Ten ist. Ihr habt die Steine alle zu Hause. Dann ist es oben nicht gefliest. Keinen interessiert. Ihr braucht nur die Fliesen, damit die Kugel rollen kann. Müsst ihr halt in allen Farben ein paar zusammenklöppeln. Aber die Idee ist so toll. Ihr bekommt die PDF gratis. Geht rein. Besorgt sie euch. Habt vielleicht eine eigene, bessere Idee noch. Und baut das Ding einfach nach. Die Zahnräder sind ein Witz. Ihr braucht die nicht mal an der Seite. Ihr könnt da Knubbel, also 2x2 Roundbricks, die haben ja eine Kreuzachse in der Mitte, könnt ihr draufstecken, könnt ihr daran drehen. Ihr braucht nur 2-3 Liftarme, um die Sache in der Bewegung zu halten. Alles andere sind Basissteine, die ihr reinfeuern könnt, wie ihr möchtet. Und diese Platten könnt ihr sowieso gestalten, wie ihr möchtet. Ihr braucht doch nicht die großen 8x16. Ihr könnt einen Flickenteppich da reinlegen. Es interessiert keinen. Es hat ja keinen. Es muss nichts halten. Und ihr könnt wirklich was Tolles machen. Und falls euch irgendwie so ein Link fehlt oder diese Balljoint-Aufnahmen, geht bei Bricklink rein, habt ihr für ein paar Cent das Zeug. Und dann seid ihr dabei. Ich finde aber die Idee gut und das ist was Kreatives. Was auch jeder nachvollziehen kann, weil es technisch nicht anspruchsvoll ist. Es ist einfach nur eine gute Idee. Das ist schön. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich werde damit noch ein bisschen rumbasteln. Das eine Modell habe ich, aber ich habe keinen Nachschub. Dieses Set ist zu teuer. Ich werde es nicht mehr ankaufen irgendwo. Da muss ich den Verkaufspreis noch weiter heben.
Das hat keinen Sinn. Die Spirale ist eh schon bei dem Ding. Durch diesen enormen Teil wäre jetzt sowieso schon so hoch. Also da brauchen wir nicht weitermachen. Wenn ihr es irgendwo bekommt, noch um die 100 Rumschlag zu, gebraucht natürlich weniger, ist klar. Ah, richtig. Aber wenn ihr es gebraucht für die 70, 80 kriegt, die das gekostet hat, dann ist es okay. Es war, wie gesagt, ein seltenes Set, weil der Vertrieb leider so eingeschränkt war. Sehr unglücklich bei diesem Set. Es hätte es verdient gehabt, weiter im Markt verbreitet zu sein. Es war mir auf jeden Fall eine Freude. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommt gerne einmal vorbei. Freitag, Samstag bin ich in meinem kleinen Lädchen im schönen Frankfurt am Main. Und wir finden ganz viele tolle Sachen von ganz vielen Herstellern für euch. Ich bin mir ganz sicher. Bis dahin, habt eine fantastische Zeit. Macht's gut.